unsere Industrieland lebt von Rohstoffen. Und wir wollen natürlich diese Tradition bewahren und ins neue Zeitalter bringen. Denn die Bedeutung gerade von wichtigen Rohstoffen, auch für die Elektromobilität, für Unterhaltungstechnik, wird immer wichtiger. Und Lithium ist ein wichtiger Rohstoff, der hier abgebaut werden kann. Und da sind wir natürlich auch froh darüber, dass wir in Sachsen eine solche Lagerstätte haben und unter ökologischen und sozialen Gesichtspunkten abbauen können und damit beitragen können, dass auch tatsächlich die notwendigen Technologien mit Techniken und Rohstoffen aus Sachsen ausgestattet werden. Dieses Projekt wird von Anfang an vom Oberbergamt begleitet, denn wir haben ein großes Interesse daran, dass es funktioniert. Und jetzt müssen, das liegt jetzt in der Verantwortung der Unternehmen oder des Unternehmens, die weiteren Schritte zu gehen. Wenn man sich die Weltmärkte anschaut, müssen wir natürlich auch flott sein. Die Preise steigen, damit das auch wirtschaftlich dargestellt werden kann. Wir wollen als Freistaat Sachsen unseren Beitrag dazu leisten, dann auch schnelle Genehmigungen zu geben, wenn es dann soweit ist. Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, dass tatsächlich wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren hier erfolgreich abbauen können, damit man tatsächlich von den Preisen des Weltmarktes etwas hat. Ich hoffe, dass wir also in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren hier wirklich vorankommen können, um hier starten zu können.